Servus Burschen, wir sind heute wieder mal back. Wir sind heute in der legendären Werkstatt von Zeug Manuel, Zeug Maxi Factory, gell? Ich fühle mich geehrt. Auf jeden Fall. Ich bin genau, wir haben heute ganz ein spezielles Thema wieder mal. Wir bereiten uns schon vor aufs Moped-Beschleunigungsrennen in Grenbach. Und für das bin ich wieder mal auf die zugekommen, weil ich gesagt habe, wir müssen heuer überall Platz 1 machen. Die Steirer entwickeln auch schon, habe ich gesehen, dass sie wieder den ersten Platz mit dem gelben Beschleunigung ja. Maxi machen. Wir müssen die 70-Kubik-Klasse übernehmen, gell? Ja. Und du hast gesagt, da ist sicher was möglich, gell? Ja, wo wir siegen, sehen wir erst, nachdem wir da gemessen haben. Ja. Ja, wo wir siegen, sehen wir erst beim Rennen, das ist. Ja. Aber ja, mal schauen, genau. Genau, die Leute kennen eh die Videos. Wir haben dann den 70-Kubik-Motor eigentlich, der war in der Blueprint Maxi, hat das damals geheißen, gell, was da drinnen war, haben wir dann eigentlich eingebaut in die Purple Legacy. Schon ganz ungewohnt, ich kenne den Namen schon gar nicht mehr von meinem Moped. Und haben damals bei dir gemessen 10,5 PS, gell? Genau, das war komplett original eigentlich. Ja. Und super abgeschnitten mit dem Homoed-Ausbaufeuer das und dem 21er Vergaser. Ja. Und da hat es dann 10,5 PS gehabt, was eigentlich, finde ich, gut ist für so eine neue Tatzylinder, gell? Ja, das war eigentlich damals nur zusammengesteckt, gell? Da haben wir eigentlich. Und die Überströme waren nicht einmal gescheit angepasst, muss man auch sagen. Die waren nur vorne angeschrägt. So. Ja, ja. Und ja, ist eigentlich ziemlich gut. Ist fast schon gleichwertig mit Italkit, kann man sagen. Ja, wie viel hat der normalerweise? Ich habe leider noch nie einen Original gemessen, aber ich weiß, andere Italkits, die original gemessen worden sind auf so einer Prüfungssoftware, die ich da habe, und die haben gehabt so 10,5, 11 PS oder okay. Vielleicht der stärksten 11,5. Ja. Aber wenn du denkst, der AJH, die hat ja nur 68 Kubik. Ja. Und original 10,5 PS ist stark. Ja. Finde ich gut. Genau, und ich habe dann das Moped eigentlich eh schon, wir haben ja einen wirklichen Stress gehabt, ich habe das zu dir einmal hergebracht, wir haben damals ein Eingangsmessung gemacht, gell, mit dem Motor, also wie er eigentlich war, bevor du irgendwas begonnen hast, gell. Genau. Die Eingangsmessung, die blenden wir jetzt kurz einmal rein. Genau, und dann hast du eigentlich dir an die Arbeit gemacht, gell? Und vielleicht erzählst du leider ein bisschen einmal, was du schon bis jetzt also an dem Moped zu der Eingangsmessung verändert hast eigentlich. Im Zylinder bearbeitet, Überströmer gescheit angepasst. Dann haben wir diesen Einring Kolben eingebaut, der ist so wie der Vertex, also der SX65 Kolben. Der ist aber jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, was für Marken der war, aber macht ja nichts. Ja. Und mit der Uhr, glaube ich, aber ist eh wurscht. Aber SX65 auf jeden Fall. Und dann halt den Brennraum angepasst. Und ja, mal schauen, was jetzt rauskommt und einen anderen Auspuff montiert. Ja. Haben wir da angepasst und drauf. Genau. Welcher Auspuff ist das? Kannst du das verraten? Yasumi C16. Ja. Eigentlich komplett original ist der C16, da ist jetzt nicht viel geändert. Aber der passt zu den Steuerzeiten und zu der Bearbeitung jetzt ganz gut. Klar kann man noch was Spezielleres bauen, aber das passt, das ist eigentlich schon ziemlich gut. Ja. Und den habe ich da gehabt, den Auspuff, und der ist noch ziemlich gut im Zustand gewesen. Ja, genau. Das heißt, wir machen jetzt wahrscheinlich gleich nochmal eine Messung, gell? Was jetzt einmal mit deinem Auspuff und mit deinem Kopf, da ist jetzt glaube ich noch der Kopf drauf, der was so ein Standardkopf, glaube ich, hat. Genau, ist, das ist jetzt so ein Standardkopf, den du so einen Kuhshop kaufen kannst. Und der ist jetzt so montiert, da messen wir mal. Dann kommt der andere Kopf drauf. Ja. Und dann werden wir noch die Zündung umbauen und dann schauen wir, was rauskommt. Ja. Es wird auf jeden Fall spitze werden, da bin ich jetzt schon überzeugt davon. Und wir tasten sich heute, glaube ich, wieder so halbwegs hin, gell, an den Restwert. Genau. Ja. Das hat damals die Leute eh super Tag. Und deshalb bin ich glücklich, dass du heute wieder sagst, wir dürfen da mit dir filmen, wie du das wieder anstimmst. Das gefällt mir auch, macht Spaß. Ja. Perfekt. Ja, gut. Dann würde ich sagen, let's go. I just bought a new whip, spend a couple thousand just to cruise it. Shawty said she love me, but I swear she'll never prove it. I never tell her, but I put it in the music. Well, that's okay. All I wanna do is make the best of my whole day. Thank the Lord up above, get the cream. We'll be right back.
aus dem Druck, starten wir mal auf und schrauben an den Druck, oder wie? Ja, genau, ja. Die Saupaste drin haben. Okay. Probieren wir das mal. Das ist ein Italkit-Kopf. Ja, genau. Aber der ist Saupaste. Aber der ist im Original, genau. Okay, ja, ja. Das ist stark, ich bin gespannt. Weil das guckst, was du sagst, schaut total aus, oder? Total schaut das aus. Schaut wirklich mehr der echt aus, hä? Ist ja wirklich so. Du hast Angst? Nur weil es explodiert. Müssen wir seinen Helm aufsetzen. Wir müssen alle den Helm aufsetzen. Sicherheitshalber. Du brauchst den Ventilator ab. Hinten ab und dran. Aber bis auf Anschlag. Drei Stufen hat er. Jetzt haben wir 13,3, bei 13,5, zwischen 13,5 und 13,3. Ja. Und wie man da sieht, die Leistung ist jetzt um 3 PS gestiegen. Nur in Anführungszeichen, wenn man sich das Band lautet, nur das ist halt da gegangen. Ja. Aber jetzt sehen die Pause, also die 10 PS waren gut anliegen. Ja. Wenn man da jetzt schaut, 13 PS eigentlich fast die ganze Zeit anliegen. Okay, das heißt, die dunkle Linie war jetzt eigentlich die von damals, die 10,5 oder was man gesagt hat, gell? Und ja. Die Rode ist die neue eigentlich schon, genau. So wie es jetzt ausschaut. Da sieht man das einfach unten rum, da sehen wir die Kupplung nicht reingekuppelt, also da ist jetzt nicht viel Unterschied, aber ab da sieht man, dass das halt da um, ja. Um 3.000 Themen mehr Band hat. Ja. Okay. Unten rum hat sich da auch noch eine Leistung gehabt. Ja. Also ist schon ein deutliches Plus. Immer. Ja. Das war eigentlich, glaube ich, das, was du damals gesagt hast, dass man beim Homo 8 ausgeguckt hat, hast du immer noch rum, glaube ich, was du damals gesagt hast. Ja, genau, der Homo 8 ist halt meistens sehr spitz. Ja. Genau, das ist. Und auch die Linie ist sehr spitz. Ja. Und der ist nicht immer sicher super. Muss man vielleicht eher einmal sagen, das ist das, was die meisten immer falsch verstehen, oder? Die PS, die spiegeln nicht immer direkt das wieder. Band, Band, das ist eine Entscheidung eigentlich. Genau, es kommt darauf an, wie lange habe ich die PS anliegen. Ja. Wenn ich die PS nur bei einer Drehzahl kurz anliegen habe, bringt es mir nichts. Ja. Außer wenn du immer in der Drehzahl fährst, aber das ist ja gerade bei Kuchen nicht so. Okay. Und auch bei Schalten, dann ist es auch ein wichtiges Band, aber bei einem Kuchen ist das Band halt noch wichtiger. Ja. Das ist stark. Sehr cool. Schon mal stark. Du sagst, jetzt fängt die richtige Abstimmerei eigentlich erst an. Ja, genau. Das heißt, du startest mit Düsen einmal. Ja, genau. Hauptdüsen mal oben, Düsen, das passt. Und dann ja. Schauen wir weiter. Und ja, jedes Mal an der Stellverband testen, muss man halt wieder zünden und Vergaser umstimmen. Ja. Um einen direkten Vergleich zu sehen. Und das ist halt die mühsame Hauptdüsen. Ja. I know the truth, I see your heart.
someone in and give you some help, help. It's funny how you finally feel like yourself when you finally let someone in. Das letzte Messung 13,4. Ja, 13,4, 13,5. Ja, jetzt 13,4, genau. Ja. Und man hat jetzt gemerkt, dass wir jetzt schon angekommen sind an dem Punkt, wo es zu mager ist. Ja. Und wir sind an dem Punkt angekommen, wo es zu fett ist. Okay. Und ja, jetzt wissen wir, dass 92 eigentlich perfekt ist. Okay. Genau. Und jetzt halt probieren wir noch ein paar Sachen, Kleinigkeiten, gell? Genau. Zündung müssen wir jetzt noch probieren. Ja. Und natürlich, wenn man jetzt bei der Zündung umstellt, müssen wir bei der Zündung auch noch ein bisschen, kann es auch noch ein bisschen nachschauen, findet man noch ein bisschen was. Aber erfahrungsgemäß ändert sich dann nicht mehr viel. Ja. Ja, deswegen jetzt haben wir die Zündung und dann noch Quetschbalken und ja, dann noch Pause. Super. Letzte haben wir noch gleich probiert beim Kopf. Kopfdichtung haben wir vorher zwei rein, da weil die Quetschkanten sind zu gering gewesen. Genau, jetzt probieren wir mit der ganzen Quetschbalken. Ja. Ob es noch ein bisschen Leistung bringt. Wenn nicht, bauen wir es wieder zurück. Und okay. Wenn es was bringt, dann bringt es was. Ja, schau mal, ich bin gespannt, Alter. Das wird jetzt spannend auch wieder. Den Punkt, wo die Kupplung einkoppelt, ist eigentlich gleich wie mit der anderen beim Anstieg und da bleibt es einfach. Und jetzt schauen wir her, was ich da gewonnen habe. Ja. Das heißt, du musst dir denken, bei ab 10.000 habe ich schon gewonnen 1, 2, 3, 4 PS und da drüben siehst du, hast du überhaupt von der Leistung einfach. Das kannst du eigentlich gar nicht vergleichen. Nein, nein, das ist im Fahren, beim Fahren enorm, enorm. Ja. Das merkst du eh, siehst du, was da ist. Ist ja nicht so, als war jetzt, weil da das schon so vorfällt, dass du unten mehr hast, sondern du hast unten nicht mehr und oben so viel weniger. Also es ist eigentlich überall besser. Ja, was waren das? Was sind jetzt du, was ist längere? 1, 2, 3. So, das heißt jetzt alle wieder auf alle Einstellungen zurück, gell? Mehr oder weniger. Genau. Und jetzt geht's an die Testphase. Genau. Schauen wir jetzt auf die ganz private Zeug, Maxi Factory Teststrecken, oder? Genau. Ich muss mich einsperren, wenn sie mich sehen. Wenn ich nicht sehen. Okay. Bist du gespannt, wie das geht? Ich bin gespannt, ich freue mich schon als Vornitzer. Wenn es geht oder wie haben sie zusammen, kannst du auswählen. Wenn es nicht geht, lassen wir es gleich liegen am Ocker. Genau, dann kannst du gleich holen, dann posten wir die Adresse auf Insta. Genau. Standard. Standard cheaten. Genau. Ja. Also, hast du auf Reserve vorne aufgeregt? Ich sage immer, wo sie ist. Und? Wie schauen wir aus? Ich bin gespannt, Alter, was jetzt kommt, was jetzt auf uns zukommt. Der Mechaniker, ah, wie sagt man, der Motorentechniker fährt als erstes. Der darf das gleich einmal zuerst testen. Was sagst du jetzt? Was sind deine Erwartungen, Manuel? Schauen wir.
Und war jetzt die letzte Messung 13,4, 13,5? 13,5, ja, 13,5. Okay. Ja. Ja, dann schauen wir mal. Wir fahren. Ja, war ich das erste Mal so richtig im Glauben, gell? Das war da drin, dass ich gar nicht so wahrgenommen habe. Ja. Fahr mal damit. Alter, das ist schon mal eine gute Aussage. Ja? Ja, ich muss sagen, das geht. Fahr einfach mal damit, dann reden wir. Das ist mein Lieber. Ja, nimm mal. Ja. Fahr halt nur nicht halb das rum, was ich jetzt mit dem anders einschätzen. Ja. Also fahr einfach Vollgas oder lass ihn ruhig halt. Das kann eh nichts sein, es gibt nicht wenig Gas, aber halt sicher teurer. Also ich bin gespannt, was du sagst. Aber ich denke, ewig auf keinen normalen Max, weil ich so ein Schiff auf dem Fahrer. Ja. Nur Gas geben. Oh. Du musst nachfahren, Alter, du weißt ja. Der brunzt mich da oben wahrscheinlich. Hä? Der brunzt mich auch wahrscheinlich. Alter, das ist echt geil, Alter. Aber die kann ich wirklich voll runter, was soll ich tun, hä? Ja, ich glaube auch. Na gut, Burschen, wir kommen wieder mal zu einem Ende. Solch Manuel hat wieder ganze Arbeit geleistet, oder wie sagt man da dazu? Ich glaube, gell? So heißt das, oder? Also, wir haben so gerade Test gefahren, wir werden da vielleicht wieder haben, noch ein GoPro-Video auch dran oder so. Gut, mal, dass die das auch noch sehen, Leute, wie das geht. Ansonsten sehen Sie es dann eh beim Video, was von Greinbach kommen wird. Ich sage einmal, danke, dass du wieder das gemacht hast. Ja, gerne, hat mich gefreut, dass ich wieder das machen durfte. Ja. Kommt alle vorbei, Moped-Beschleunigungsrennen im BS Racing Center. Wir werden alle wieder da sein. Das gelbe Monster vom Ewald und Mario wird auch wieder vor Ort sein. Und ich würde sagen, das darf keiner verpassen. Fährst du auch mit, Manuel? Mitfahren weiß ich nicht, aber cool. Okay. Ja. Du? Start? Starten wir nicht. Schauen wir. Du musst ja schon gescheit motiviert sein. Ja, wir brauchen so viele Starter wie möglich. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Arrivederci. Things. Say you need me, but you really tryna change lanes. Well, I don't even care. In my life, I don't battle with no fear. Fighting dragons, always been a real one. Hate you saying showing love, you a real chameleon. Get the facts freaking straight, always on repeat. Like, we could be friends if you wanna. We could just talk if you wanna. We could hold hands if you wanna. Hey, tell me what you wanna do. We could just laugh if you wanna. Late nights under stars if you wanna. We could just kiss if you wanna. Hey, tell me what you wanna do.